von Spenden und anderen Zuwendungen. Wie käuflich ist die Republik? Das ist unser Thema heute hier im Presseclub und ich freue mich auf meine Gesprächspartner. Also ich finde, dass es ziemliche Lücken hat. Man sieht ja, dass es immer wieder verletzt wird. Also es wird geschoben, es wird gestückelt, es wird versucht zu vertuschen, warum auch immer. Und deswegen wird das Gesetz das Problem sein. Also entweder man schafft die Parteispenden ab oder man macht sie komplett transparent. Also ich will mal festhalten, Parteispenden generell werden hier in dieser Runde nicht kritisch gesehen, aber Transparenz und ja, und ich würde es stark vereinfachen, weil ich meine, alles, was jetzt hier wieder an Beschränkungsvorschlägen kommt, ist doch wieder ein Ansporn, das zu hintergehen. Und wir haben seit Adenauer mit der Staatsbürgerlichen Vereinigung, sehen wir, was es alles für Tricks und Einfälle gibt, um die Parteispenden in dunkle Kanäle zu leiten. Das wird nicht aufhören. Das wird mit Sicherheit. Aber ich finde, das ist doch ein klarer Fall. Ich meine, die FDP ist eine Partei der Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte Steuerberater. Und die FDP hat ein politisches Programm, das Ärzten, Apothekern, Rechtsanwälten und Steuerberatern nutzt. Also ich meine, die CSU hat eins, das Landwirten freundlich gesonnen ist. Oder die Linken haben eins, das sich mit Arbeitnehmern und Hartz-IV-Empfängern besonders beschäftigt und eben da eine besondere Politik macht. Und meine Entscheidung als Bürger ist doch, bin ich kein Arzt und Apotheker, Rechtsanwalt oder Steuerberater, dann wähle ich vielleicht die FDP nicht, sondern wähle eine andere Partei. Dann finde ich schon, ist es wichtig zu gucken, ob wir in Deutschland Regeln haben, um die Macht des Lobbying einzuschränken, die anderswo vielleicht besser sind als bei uns. Und da kann man eben sehen, in den USA hat man Lobbyregister, wo man genau sehen kann, was jede Firma ausgibt, auch was Volkswagen in Washington ausgibt für Lobbying, können wir auf den US-Webseiten nachschauen, können wir in Deutschland nicht erfahren. Und wir haben keine Regelung für uns, bei uns für ausscheidende Minister, die hinterher zu Firmen gehen, wo der Verdacht dann natürlich auch naheliegt, dass das ein Dankeschön ist für die Bedienung der Lobby vorher. Und das sind, glaube ich, Diskussionen, die wir noch viel mehr führen müssen in Deutschland. Es gibt ja auch den umgekehrten Weg. Wie beurteilen Sie denn die Berufung von Christian Weber zum Chef des Grundsatzreferats im Bundesgesundheitsministerium? Er war bisher Vizepräsident des Interessenverbandes der privaten Krankenkassen. Ist so ein Wechsel ganz normal oder? Er zeigt wunderbar auf, finde ich, wie sich Lobbying bei uns verändert hat. Ja. Früher war Lobbykratie in Berlin, die versuchten irgendwie auch Leute zu gewinnen. Gerade diese Krankenversicherer fielen auf im großen Parteispendenverfahren dadurch, dass sie nicht das Geld Schatzmeistern gegeben hatten, sondern sich Abgeordnete geholt hatten, von denen sie glaubten, dass sie in ihrem Sinne was machen würden. Und wir haben heute eine tolle Wendung. Wir nehmen nämlich einen der oberen von denen gleich in die Grundsatzabteilung. Das ist gewissermaßen der Qualitätssprung, den heute Lobbykratie gemacht hat. Sie sitzt in den Ministerien, sie muss nicht mehr den Abgeordneten beeinflussen, bei der einen oder anderen Sache vielleicht das zu sagen. Man schreibt die Entwürfe, man macht die Gesetze. Schauen Sie sich mal an, welche Anwaltskanzleien Gesetze machen, von denen Sie am Ende auch profitieren. Und sei es über den Weg, dass Sie damit werben können. Also wir haben eine totale Veränderung des Lobbywesens. Wenn wir über Käuflichkeit in dieser Sendung reden, glaube ich, hilft es nicht viel, wenn wir fragen, wie ist das mit der Spende so oder so. Sondern wir müssen gucken, was ist da für ein Gebilde entstanden? Wie verhalten sich eigentlich Abgeordnete? Sind das nur noch Manager oder sind das Leute, die ihrem Gewissen oder sind die an Überweisungen gebunden? Ganz unterschiedliche Fragestellungen sind da und die hängen mit der Veränderung der Lobbykratie zusammen. Lobbykratie nennt es Herr Leyendecker. Ist das ein normaler Bestandteil nicht einer Demokratie, dass Interessensverbände ihre Interessen versuchen, so wirksam wie möglich politisch durchzusetzen und sind solche Wechsel nicht auch gewünscht, damit die Politik keine geschlossene Kasse ist? Also Demokratie ist mehr als die Addition von Einzelinteressen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und mehr als die Addition von organisierten Einzelinteressen. Es gibt ja Interessen wie Schutz der Umwelt, Schutz der künftigen Generationen. Ja. Die sind nicht so leicht organisierbar und auch nicht so finanzkräftig. Und insofern ist es schon wichtig, sich daran zu erinnern, dass im Grundgesetz steht, der Bundestag, Abgeordnete vertreten die Interessen des ganzen Volkes. Da steht nicht drin, dass Abgeordnete die Interessen des Verbandes vertreten, der sie finanziert. Das ist genau nicht vorgesehen. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir genauer erfahren, auch bei uns mehr erfahren darüber, wer an wen zahlt. Wir haben zum Beispiel bis heute in Deutschland UN-Konvention gegen Korruption nicht ratifiziert, weil der Bundestag bisher mit Mehrheit davor zurückschreckt, Abgeordnetenbestechung umfassend strafbar zu machen. Das ist ein Skandal. Das hat die halbe Welt ratifiziert, aber nicht Deutschland, weil der Bundestag, weil Abgeordnete Angst haben, dass sie sich strafbar machen könnten nach ihrer jetzigen Praxis, wenn
das verboten wäre bei uns, was in Frankreich verboten ist, was in den USA verboten ist. Wo würden Sie denn sagen, verläuft die Grenze zwischen, sagen wir mal, externem Sachverstand, legitimer Interessensvertretung von einzelnen Gruppen und problematischem Lobbyismus? Also wir haben gerade bei den Sozialdemokraten dann Dammbruch erlebt. Es gab Crossing Over, schlanker Staat, schlanke Verwaltung. Das heißt, es sind Vertreter aus der Industrie, gibt es ein wunderbares Buch. Auch aus den Gewerkschaften, Staatssekretäre. Ja, ja, sind sozusagen rübergegangen und haben mitgearbeitet an den Dingen, von denen ihr Arbeitgeber, der sie weiter bezahlte, profitierte. Gab bei Fraport den wunderbaren Fall des Menschen, der da 5 Jahre im Ministerium war, sogar als Gutachter für das Ministerium auftrat, als Sachverständiger für das Ministerium auftrat vor Gericht. Solche Fälle hat es früher nicht gegeben. Das AD-Magazin Monitor hat darüber berichtet. Über 100 Lobbyisten, die in Ministerien, in 11 Ministerien insgesamt regelmäßig tätig waren. Das soll man auch so machen. Das ist begrüßenswert. Dann sollen die Firmenvertreter offen auftreten, als wenn sie in Ministerien arbeiten. Dann sollen die Fußballtrainer. Dann sollen wir auf Gesetzen hinterher, das gibt es in einigen Ländern, so eine Art Footprint haben, wo dann drinnen steht, welche Lobbyisten haben das Ministerium und die Abgeordneten beraten bei der Abfassung des Gesetzes. So, wenn das offen gemacht wird, ist es okay. Ich denke doch mal, ein Lobbyist, der ehrliche Absichten hat, hat doch keinen Grund, sich zu verstecken. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Das kennt, glaube ich, kaum einer unserer Zuhörer und Zuschauer. Eines der wichtigsten Institute. Das ist ein Institut, das die Aufgabe hat, bestimmte Maßnahmen im Gesundheitswesen zu beurteilen, fachlich Empfehlungen abzugeben, beispielsweise, ob neue Medikamente sinnvoll oder nutzlos oder überteuert sind. Und dann eine Empfehlung aussprechen an die Krankenkassen, ob sie es zahlen oder nicht. Dieses Institut wird noch geleitet von Professor Peter Sawicki, der aber seinen Job verliert, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Ist das ein ganz, der besonders kritisch, das muss man sagen, ein Lieblingsgegner der Pharmaindustrie ist. Ist eine solche Ablösung oder Nichtverlängerung eines Vertrages ein ganz normaler Vorgang oder wie beurteilen Sie diesen Fall? Herr Sawicki hat sich natürlich angreifbar gemacht, indem er Aufträge an eine Firma seiner Frau gegeben hat, indem er offenbar, lese ich, Rasenmäher, Benzin dienstlich abgerechnet hat. Sowas sollte man nicht tun, wenn man die Korruption bekämpft, würde ich mal sagen. Da sollte man sauber sein. Da muss man gar nicht nach Sawicki gucken. Es ist so, Deutschland ist bis heute eines der wenigen westlichen Länder ohne Positivliste für Pharmaka, für Medikamente. Wir haben keine Liste, die feststellt, welche Medikamente finanziert werden und welche nicht. Das ist gut für die Pharmalobby. Und das hat die Pharmalobby, wie Herr Seehofer mal auch noch klagte, als Minister seiner Zeit immer erfolgreich verhindert. Also die ist sehr einflussreich. Frau Neumann, Spiegel Online möchte ich mal zitieren. Sie sind beim Spiegel. Spiegel Online ist ein eigenes Firmenschild, aber da habe ich eine interessante Kommentierung zu diesem Fall gelesen. Die lautet so: Arzt kommt skrupellosen Pharmafirmen auf die Schliche, wird verfolgt und von willfährigen Politikern mundtot gemacht, verliert seinen Job und seine Ehre. Irrer Thriller. Kennen Sie den Film? Ach so, ist ja gar kein Film, sondern Realität. 100 Tage FDP in der Bundesregierung. Starker Tobak. Wo wir gerade bei solchen schönen Fällen sind. Wir haben noch gar nicht über den gesprochen, der mit dem Hunold flog. Der niedersächsische Ministerpräsident ist auch in die Schlagzeilen geraten. Wir reden ja über Käuflichkeit, weil er einen Privatflug nach Miami in den Urlaub gebucht hat, aber ein kostenloses Upgrade in Anspruch genommen hat. Ist das, wie beurteilen Sie das, harmlos, versehen oder? Ich glaube, dass da die Bodenhaftung verloren geht. Ich meine, das sieht man auch an der Dienstwagengeschichte von Ulla Schmidt. Und das ist ein ähnliches Beispiel. Es ist jetzt nicht hochkriminell, aber die Leute haben überhaupt keine Sensibilität mehr dafür, was sich in ihrer Position gehört und was sich nicht gehört. Und man muss sagen, Christian Wulff hat zumindest eins gemacht, anders als Ulla Schmidt, hat ja sofort einen Fehler korrigiert, als er darauf aufmerksam gemacht wurde von der Presse. Ein bisschen gedauert hat es schon. Hat Journalisten mussten nachfragen und das hat dann zur Erkenntnisgewinnung beigetragen. Trotzdem ist es natürlich, es gibt ja einen Anfangsverdacht einer Straftat, weil das ist eine Vorteilsnahme und es ist, wie gesagt, bei Beamten ist sowas strafbar. Die vierte Gewalt, Sie haben dankenswerterweise darauf hingewiesen, die vierte Gewalt, die Medien sind auch nicht frei von Sünde, wer ist das schon? Aber lassen Sie uns nochmal über die fünfte Gewalt, den Lobbyismus, sprechen. Wie kann man denn den Lobbyismus in diesem Lande so steuern und so regeln, dass er legitime Interessenvertretung ist, aber nicht über die Hecke frisst und sozusagen Interessens
Abgleiche stattfinden, die politisch problematisch werden. Steuern können sie nicht, aber sie können es transparenter machen. Das ist die Forderung. Und da haben wir viele Beispiele in der Welt, wie man das machen kann. Einfache Beispiele, wo man Dinge auflisten muss, die man macht, dass man keine vielen Anfragen braucht im Bundestag, um herauszufinden, welcher Lobbyvertreter eigentlich für welches Ministerium arbeitet. Wenn man eine Transparenz schafft, hat man eine andere Diskussionsgrundlage. Da wissen wir, worüber wir reden. Dann kann man sehen, ist da der Anschein, ist da nicht der Anschein, wie ist das gelaufen? Wie könnte das aussehen, Herr Tillack? Sie haben als Korrespondent in Brüssel gearbeitet. Auf EU-Ebene gibt es ein Lobbyistenregister, freiwillig aber, glaube ich, soviel ich weiß. Wirkt das? Kann man von Brüssel für Berlin lernen? Das ist freiwillig, deswegen wirkt das nicht wirklich. Also viele Verbände machen entweder keine oder falsche Angaben. Und insofern... Es ist ein Anfang, mehr als wir in Deutschland haben, muss man ganz ehrlich sagen, aber weit von dem entfernt, was die USA praktizieren, wo es verpflichtend ist, wo es vollständig ist, wo vierteljährlich bis halbjährlich die Daten reinkommen und sofort veröffentlicht werden. Das ist eine Sache, die wir uns auch hier angucken müssten.